Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Satisfactory. Und wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich jetzt hier ewig viel, noch eine weitere Bahn halt hier verlegt. Mir ist halt dabei aufgefallen, ich kann das ja gar nicht hier drüber machen, weil dann habe ich hier mein Rückwärtstransportsystem nicht mehr. Und ich muss diese Sachen hier jetzt irgendwie mal koordinieren, sodass wir hier zukünftig zwei so Sachen haben. Also, ne, zwei Förderbänder direkt parallel nebeneinander. Und dann führt eines in die Richtung und eines kommt in die Richtung und dann können wir da mehr Zeug draufhauen. Und das müssen wir demnächst echt mal bauen. So dass wir zukünftig einfach mal mehr hin und her transportieren können. Aber das ist, glaube ich, auch wieder so eine Sache. Keine Ahnung, da mache ich vielleicht 10 Minuten oder so in der Aufnahme, damit ihr seht, was genau ich da so vorhabe, wie ich das plane. Und den Rest würde ich wahrscheinlich dann mal offscreen in irgendeiner Lernpause oder so machen. So, mein Ziel war jetzt also, dass ich erstmal hier bis hierhin. Alter Falter. Dass ich bis hierhin jetzt dann erstmal das Sulfur geliefert bekomme. Jetzt habe ich gedacht, schön. Jetzt habe ich das Sulfur, das ist ja geil. Und ich sollte mit dem Sulfur vielleicht noch was anstellen. Sprich, ich werde hier wahrscheinlich irgendwie nochmal so das rausleiten. Und dann werden wir da irgendwie hier mal eine kleine Produktion einfach nur hinstellen. Da kommt es auch schon. Das seht ihr schon, da ist das Sulfur. So, jetzt muss ich aber mal gucken, was brauchen wir denn eigentlich dafür? Ein Smelter braucht man ja wohl nicht. Ich meine, wir wollen Sprengstoff machen aus Kohle und Sulfur. Brauchen wir einen Constructor? Nee. Ich glaube, es ist ein Assembler. Es ist einfach nur ein simpler Assembler. Dann machen wir jetzt hier mal einfach auf die Wiese so einen hin. Wir haben glücklicherweise immer alles dabei. Das ist schon mal gut. So, jetzt machen wir hier noch einen Splitter rein. Ich glaube mit 9. 9 war ein Splitter. Nee, 9 ist ein Mercher. 8 ist ein Splitter. Dann kriegen wir hier noch einen hin. Wunderbar. Und den Spaß werden wir jetzt irgendwie hier so runterleiten. Bäm. Also wie gesagt, es geht jetzt hier im Moment nicht ums Schönsein. Das wird alles nochmal vernünftig gemacht. Mir geht es jetzt erst nochmal darum, dass wir hier eine Produktion ans Laufen kriegen, die halt funktioniert, ne? So, hier stellen wir jetzt her Black Powder. Jawohl. Black Powder würden wir dann herstellen, wenn wir das Ding hier auch an den Strom anschließen würden. Und das tun wir jetzt einfach mal. Das ist jetzt am Anfang hier tatsächlich nur so eine einfache Produktion, ne? Ihr seht es ja, es ist gerade mal 7,5 pro Minute. Das ist schon echt sehr wenig. Naja gut, ist ja egal. So, jetzt haben wir also dieses Black Powder Zeug. Das wird man dann ja weiterverarbeiten in diesen Nobelisten-Kack, aber dafür bräuchten wir ja wieder viele andere Sachen, die wir miteinander verbinden können. Das heißt, wahrscheinlich bräuchte man dafür einen Manufacturer. Jetzt muss ich mal gucken. Habe ich da gerade alles dabei? Ja, ich könnte hier mal Just for Fun einen hinstellen. Das ist wie gesagt nur Just for Fun. Ich werde jetzt hier keine Produktion hinstellen. Ich will nur mal gucken, ob es möglich ist. Ob ich das richtig sehe? Ja, hier baut man dann den Nobelisten. Okay, cool. Das heißt, wir bräuchten Black Powder, dann bräuchten wir Steel Pipes und wir bräuchten auch noch ein Beacon, für das wir auch noch super viel so alles mögliche Scheißzeugs bräuchten. Um das hier zu. Nee. Das wird ein bisschen dauern, bis wir das hier mal machen können. Da müssen wir irgendwo eine spezialisierte Produktion irgendwie hinstellen. Das wird zu kompliziert so. Aber wenigstens kriegen wir hier schon mal das Black Powder zukünftig geliefert. Mehr müssen wir ja gar nicht machen. So, dann können wir eigentlich gleich noch mal was anderes gucken. Was bräuchte ich für Supercomputer? Das Zeug. Alter Falter. Okay. Okay. Das wird einfacher. Die Produktion werden wir tatsächlich nochmal irgendwann hinstellen, dass wir irgendwo die schweren Frames easy peasy machen können. Aber das hier, das muss jetzt erstmal reichen. So, wir bauen hier Black Powder. Und das reicht uns, glaube ich, irgendwie auch. Ganz normale Storage Unit, das müssen wir nicht übertreiben. Das ist halt nur temporär. Damit wir den Käse dann nicht einfach permanent irgendwie per Hand machen müssen. Darum geht es mir. So. Sind wir schon ein bisschen was losgeworden. Wie viel haben wir denn jetzt schon hier? 14 Stück. Nehme ich einfach mal ganz dreist mit. Und dann geht's zurück.
Achso, ich habe ja gar nicht mehr unser Dings dran, nicht, sondern die Sprungdinger. Na gut. Im Übrigen, dieses Sprungzeug ist ja mal mega genial. Ich finde das ziemlich gut zum Erkunden sogar. Ist echt schnell unterwegs. Einziger Nachteil ist halt dann, man muss immer wieder hin und her, also wechseln zwischen diesem Sprungteil und halt dem Raketenrucksack, wenn man wirklich erkunden will, aber ansonsten ist das echt eine ganz nice Sache. Jetzt, ich wollte noch ein bisschen Sprengstoff bauen. Ach, das macht man ja hier, voll vergessen. Okay, haben wir gleich wieder ein bisschen. Also, wir haben etwas erforscht, nämlich dieses Nobelisten-Zeugs. Jetzt gucken wir mal, was dann dabei rauskommt am Ende. Confirm. Incoming message. You have shown adequate restraint concerning explosives. I have weighed the danger levels of this planet against your chance of survival. Conclusion, a new milestone is now accessible in Tier 5. Das klingt doch mal gut. Das klingt doch mal sehr gut. Das heißt, da werden wir dann gleich was erforschen. Jetzt werden wir aber erst nochmal... hier... Also ich weiß nicht, irgendwie diese Speicherlecks werden schlimmer. Jetzt werden wir hier aber erst nochmal so ein Harddrive reinhauen, das wir ja vorhin geholt haben. Können wir das auch nochmal analysieren. Vielleicht kriegen wir ja dann ein richtig cooles alternatives Rezept. So, jetzt gucken wir mal, was wir für den nächsten Milestone bräuchten. Rifle. Rifle und Cartridge. Alter Falter. Selector Milestone. Das haben wir jetzt hier mit selected. Dafür bräuchte ich was? Wire? Das ist die geringste Problematik. Cable? Das ist schon eine Problematik, weil ich den Käse jetzt tatsächlich immer noch manuell herstelle. Modular Frames. Pss, die habe ich tonnenweise. Ja, Nobelisken. Habe ich nicht tonnenweise. Fangen wir mal an. Hauen wir mal rein, was wir schon haben. Ja, aber ich habe hier so viel Kupferdraht. Das ist das geringste Problem. Und hier nehme ich gleich auch nochmal was mit. Ich werde erstmal den Kupferdraht holen. Wir sortieren mal schön alles. Und dann geht es schon gut vorwärts. So. Dann gucken wir doch mal. Das sollte man doch mit einer gewissen Geschwindigkeit hinbekommen. Aber das werden wir wohl alles craften müssen, bis wir dann diesen coolen Milestone haben. Und dann schauen wir mal, dann können wir wahrscheinlich das Gewehr dann jetzt wirklich freischalten. Das wäre geil. Das sollten wir aber diese Folge sogar noch schaffen. Das sieht schon mal gut aus. Das haben wir erledigt. Den Milestone haben wir auch komplett erledigt. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal dran, dass wir irgendwelche Cable bauen. Wie viele Cable brauchen wir denn? Und wo waren die Cables? Hier 250 noch? Alter Falter, okay. Das muss ich auch nochmal automatisieren, dass ich da so einen gewissen Satz wegmache. Was mir gefallen würde, wäre, wenn es irgendwie so Splitter geben würde, den du dann einstellen kannst. Ich möchte genau eine Einheit nur davon alle so und so viele Sekunden haben oder halt eine gewisse Anzahl, ne? Quasi einen Limiter-Splitter. Das wäre cool. Das würde sehr helfen, weil du brauchst hier nicht ständig was abschöpfen von dem Zeug, wenn du das nicht häufig nutzt, ne? Das wäre Käse. Wobei, eigentlich wäre es egal, weil wir ja doch echt eine gute Produktion haben von dem ganzen Zeug. Ja, da müssen wir uns noch was einfallen lassen, wo wir dann da eine Fabrik hinbauen für dieses ganze Kabelkram-Zeugs. Schauen wir mal. Werden wir auf alle Fälle auch nochmal den nächsten machen. So. Das haben wir schon. Na, haben wir nicht. Da fehlt ja doch noch gut was. Ein bisschen was, ein bisschen was. Wir gehen nochmal los, holen nochmal ein bisschen von dem Kupferdraht. Eigentlich könnte man das Ding hier auch mal übertakten. Also die Kupferdrahtproduktion, aber wir haben so viel auf Lager. Das macht wenig Sinn, wenn wir das übertakten würden. Ja, und jetzt ist das Lager ja auch wieder geleert. Also ich finde das echt cool. Was sagt denn ihr zu diesen Sprungdingern? Ich find's mega. So, dann machen wir mal noch ein paar.
glaube, wir müssen sogar noch ein paar mehr machen, weil wir ja für diese Nobelisken noch ein paar dieser... Was ist das? Beacons, genau, brauchen. Ein paar Beacons. Das ist schon ein Ding. Das wäre sogar... Ja, doch, ich glaube, da brauchen wir sogar einige... Ich muss dann nochmal nachgucken, was genau das Rezept sagt. Sind aber ein paar. So, dann kommen die nächsten 200 rein. Oh, das gereicht. Okay. Da müssen wir jetzt mal gucken. Was brauchen wir denn alles für die Beacons? Kupferdraht davon. Ja, gut, das ist jetzt nicht das Problem. Und wie viele Beacons brauchen wir für die Nobelisken? Immer nur eins? Ja, easy. Dann ist es echt nicht das Problem. Dann ist das echt nicht das Problem. So, was müssen wir jetzt denn dafür noch produzieren? Wir haben eigentlich alles außer ihr Kabel. Ich denke, wir machen mal Folgendes, dass wir irgendwo mal eine Spezialfabrik hinsetzen. Und dort bauen wir dann nur die Dinger hin, mit denen wir Sachen halt komplexere Dinger hinstellen, hin verwandeln. Warte mal, wie heißen denn die Dinger? Da bauen wir quasi nur Manufacturer rein. Weil dann könnten wir quasi so außenrum eine weniger spezialisierte Produktion halt immer hinbauen. Und dann am Ende führen wir das zusammen. Und da kann man ja dann irgendwie auch mal so einen Pufferspeicher unten mit reinmachen. Wo wir die verschiedenen Dinger dann haben. Ja doch, das macht Sinn. Hä, wieso? Mach doch weiter. Genau. Das heißt, wir könnten dann so Ausgangsmaterialien etwas speichern. Und dann lassen wir auch gleichzeitig Ausgangsmaterialien abfließen. Das heißt, wir müssten hier irgendwo so ein riesiges Gebäude da mal hinstellen irgendwann. Frag mich nicht, wann wir dazu kommen. Vielleicht Folge 100. Oh Gott, das ist total verrückt. Also ich habe mittlerweile so viel schon aufgenommen davon. Das hätte ich so eigentlich nicht gedacht. Das überrascht mich, um ehrlich zu sein. Aber es ist halt auch ein Spiel, das echt viel Bock macht. So, ich denke, das lassen wir jetzt auch noch hier auf 100 und dann haben wir wieder genügend Kabel. Das wird wieder eine ganz schöne lange Zeit reichen. Wobei ich oben vielleicht dann doch irgendwie noch einen weiteren Constructor bauen könnte, damit ich noch mehr von diesen... Sprengstoffzeug erstmal bauen kann. Schlecht wäre es wahrscheinlich nicht, ne? Jo, ich mach das mal voll. Ich mach das mal voll. Was ich ja auch gesehen habe, also was einige für riesige Fabriken da irgendwie hingestellt haben. Das ist schon echt verrückt. Ja, das Spiel kann man schon suchen. Also wer wirklich mal so ein Spiel sucht, ne, bei dem man ein bisschen rumsuchten kann, dann kann ich Satisfactory tatsächlich nur wärmstens empfehlen. Forager ist übrigens auch geil. So, jetzt haben wir also das. Wir brauchen jetzt noch jede Menge Black Powder und um das zu machen, ja, wir haben eigentlich genügend davon einstecken. Das sollte ich vielleicht auch mal gucken, dass wir in unserer Stahlproduktion da ein bisschen Überproduktion von den Steelpipes auch abfischen. Ich glaube, da produzieren wir jetzt mittlerweile auch zu viel. Das heißt, wir könnten eigentlich was abspalten und dann auch in Container bringen. Ah, das sollten wir... Vielleicht machen wir das sogar noch die Folge. Ich guck mal, jetzt wird erst nochmal zurückgerannt. Ich will nachgucken, wie viel Zeug wir da schon mittlerweile verarbeitet haben. Und eventuell baue ich dann... Was habe ich jetzt nicht mehr? Die normalen Eisenplatten nicht mehr. Das heißt, da muss ich auch nochmal ganz kurz was rausfischen. Wir haben doch hier auch irgendwo so ein Lager für Eisenplatten. Nee, das sind die verstärkten. Ich will die normalen. Nee. Ja. Und ich glaube, da können wir eigentlich auch nochmal so ein bisschen was nehmen. Und wird hier wenigstens auch mal wieder etwas weiter produziert. Sieht gut aus soweit.
Ich glaube, ich kann mich da gar nicht beschweren. Also worüber ich mich wahrscheinlich beschweren kann, ist, dass das Ding hier eigentlich kacke ist und wir das tunen müssten. Aber 79 ist jetzt auch schon mal eine Ansage, ne? Oder? Sogar 80. Wir tunen es trotzdem. Ich werde jetzt nochmal zurücktigern. Dann bastel ich da die Verbliebenen und dann hole ich was zum Tunen mit. Dann machen wir das auf 250% und dann ist erstmal gut. Ich meine, wir haben ja im Moment das ganze Tuning-Teilzeugs. Dass wir das später natürlich alles nochmal irgendwie super mega toll optimieren müssen, ist ja klar. Da müssen wir ja gar nicht drüber sprechen. Das ist logisch. Und da müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen, wie wir denn jetzt verschiedene Produktionsbereiche vielleicht farbcoden. Das könnte einige Sachen dann doch irgendwie vereinfachen. Ich würde es zumindest gut finden. Yes, das hätten wir schon mal. Jetzt hauen wir das da rein. Sieht das gut aus? 24 sind drin. Dann würde ich jetzt sagen, wir schnappen uns hier mal die ganzen Tuning-Teile und dann eiern wir zurück und dann übertakten wir das Ding mal. Jetzt habe ich natürlich vergessen, nochmal nachzusehen, ob unsere Forschung jetzt schon fertig war. Also vermutlich war sie das. Aber gut, dann kommen wir halt einfach nochmal zurück. Und dieses ganze Wirrwarr hier mit den Förderbändern, das muss irgendwann mal schön gemacht werden. Da werde ich mich irgendwann mal ransetzen. So, du kriegst jetzt das, dann kriegst du das und dann kriegst du das und dann ziehen wir jetzt hier mal volle Kniste drauf. So. Jetzt verbrauchen wir allerdings schon echt heftig viel Strom. Jetzt habe ich langsam ein bisschen Angst. Wir haben nämlich echt viel dranhängen. Ach, gar nicht? Ich verstehe das immer noch nicht. Also ich habe vorhin mal nachgesehen gehabt, wieso wir eigentlich einen Stromausfall neulich hatten. Wir hatten eine ganz kurze Spitze. Ganz kurz. Ich weiß nicht, was in dieser Spitze passiert ist. Aber irgendwas muss da passiert sein. Und das hat dann echt dafür gesorgt, dass hier ziemlich... ja... viel Last quasi auf dem Netz war und dann, ja. Mal Schluss mit lustig. Ach, wir könnten das hier nochmal ganz kurz nutzen. Da können wir noch was machen. Es könnte natürlich auch sein, dass wir so viel gezogen haben und dann die Kohlekraftwerke irgendwie schon wieder mit der Förderung nicht hinterher kamen. Oder besser gesagt mit ihrem Nachschub. Und zwar habe ich mich ja immer beschwert hier, dass dieses ganze Eisenzeugs, dass wir hier mehr fördern, als wir irgendwie transportieren können. Ich denke, ich habe vergessen, das halt alles abzugraden. Dann würde ich doch mal sagen, wir holen das nach. Ja, hier sollte alles... Oh, ich dachte, das passt alles schon. Weil wir haben jetzt so viel von diesen Encased. Da müssen wir uns in nächster Zeit nie wieder Sorgen machen. Eigentlich könnten wir jetzt fast alles damit bauen. Denn ihr seht's ja. Das wird nicht so viel weniger. Und ich habe noch irgendwie tonnenweise dort. Na gut. Schauen wir jetzt mal nach, wie weit die Forschung ist. Die müsste jetzt eigentlich durchgelaufen sein. Oh, ja. Sie ist es. Okay, was kriegen wir denn hier? Wir könnten hier so ein alternatives Rezept haben, bei dem wir aus... Oh, cool. Ja, ich weiß aber nicht, ob sich das lohnt, ne? Weiß ich nicht. Hier können wir Stratoren bauen. Direkt aus dem und dem. Was sagt das andere Rezept?
Da würden wir 6 pro Minute oder 1 bauen und davon würden wir... Das lohnt sich, das hier lohnt sich wirklich. Iron Ingot, das ist Schwachsinn, aber das hier lohnt sich. Das hier lohnt sich wirklich, das heißt, wir machen das mal. Jetzt haben wir natürlich leider keinen weiteren Supercomputer. Mäh. Gut, gut, dann können wir zurückeiern. Und werden uns noch mal ein bisschen Sprengstoff holen. Oder besser, ja doch, Sprengstoff. Also wo kommt das hin? Wofür produziere ich das eigentlich? Das ist echt eine Frage, die sich mir stellt. Okay, wir haben jetzt nichts mehr von diesen Pipes. Ich habe bestimmt noch irgendwo welche eingelagert. Jo. Hallo? Ich hatte nicht Shift, sondern Steuerung geklickt gehabt. Das ist natürlich nicht gut. So, dann machen wir da nochmal ein paar mehr. Dann müssen wir doch so ein paar Heavy Modular Frames bauen. Das sollte jetzt aber auch nicht mehr so das Problem sein. Juhu. Rotoren haben wir genug. Rotoren. Bauen wir die mal. Das reicht dann gleich also aus. Dann haben wir auch wieder ein bisschen was auf Halde. Dann müssen wir jetzt schauen. Wir bräuchten dann noch Heavy Modular Frames. Jetzt ist natürlich die Frage, was dafür schon wieder fehlt. Frames habe ich auch, dafür brauchen wir ja auch nochmal das Zeug. Okay, wir müssen das echt nochmal irgendwo abzapfen. Das müssen wir wirklich nochmal irgendwo abzapfen. Ich kann jetzt natürlich nur 4 herstellen, weil ich natürlich nicht genügend Schrauben habe. Und mir fehlt jetzt auch noch... Gibt's doch nicht. So, Schrauben. Ich habe hier irgendwo nochmal Schrauben drin gehabt. Nehme ich raus. Bauen wir dann da auch nochmal was draus. Gott, diese Schraubenproduktion, die könnte ich halt auch nochmal überholen. Sortieren das nochmal. Was müssen wir jetzt noch mehr holen? Noch mehr Schrauben. Da rennen wir einfach mal rüber zu unserer Schraubenproduktion. Denn, wie es aussieht, produzieren wir einfach viel mehr. Das heißt, wir hätten hier eigentlich auch nochmal abzwacken können in Lager. Das habe ich aber nicht getan. So, dann stecken wir hier auch nochmal. Und dann klauen wir hier auch noch ein paar Schrauben und dann haben wir wieder ein paar mehr. Okay, jetzt kackt uns natürlich der Strom ab, aber wir sind ja gerade dabei, das zu fixen. Von daher... Ist mir egal, ich werde hier einfach wieder anschalten. Es wirkt so, als hätte es da ein Problem gegeben mit der Produktion. Ich glaube echt, dass diese blöden Kohledinger nicht hinterherkommen. Und wir verlassen uns noch zu sehr darauf, aber das hat gleich ein Ende. Gott. Ihr könnt euch gerade nicht vorstellen, wie ich gerade dadurch getriggert bin. Echt jetzt. Wir brauchen noch mehr Pipes. Und dann brauchen wir gleich noch ein paar mehr von diesen blöden Cases. Ist okay, ist okay. Ah, das ist definitiv ein Problem irgendwie mit den Kohlekraftwerken wieder. Dafür wette ich doch was drauf. Aber das Problem haben wir gleich nicht mehr. Kann uns jetzt echt mal egal sein.
Okay, das wurde jetzt erledigt. Jetzt schnell zurück. Dann bauen wir dort oben unsere anderen Kraftwerke hin und dann schauen wir mal, was damit geht. Triggered. So, das ist jetzt okay. Dann hauen wir jetzt hier mal den nächsten Fuel Generator hin. Ja, praktisch, wenn wir das Ding auch so machen, genau. Drücken wir mal da drauf. Ist das jetzt auch nah dran? Das ist absolut nah dran. Okay, wir können gar nicht drei bauen. Das finde ich jetzt irgendwie schade. Da reicht unser Platz nicht aus, den wir da haben. Das heißt, ich werde hier vorne mich auf alle Fälle nochmal erweitern. Das könnt ihr mir glauben. Naja, ist jetzt auch erstmal egal. Ich werde jetzt das hier weiterschieben. Wir bauen mal das weg. Dann ziehen wir hier das einfach mal durch. Bis ganz ans Ende. Ne, ihr wisst ja, wie das Zeug läuft hier. Okay, das war jetzt zu weit. Dann machen wir das einfach so. Und dann setzen wir jetzt hier einen Splitter hin. Exzellent. Hier einen und da einen. So, Thema erledigt. Das hat er wohl nicht richtig hingebaut, ha? Oh Gott, er hat alle nicht richtig hingebaut. So war das nicht beabsichtigt. So. Dann müssen wir den jetzt auch nochmal wegmachen. Das sind voll die Amateurfehler. Sehr schön. Und zu guter Letzt. Einen noch. Nun. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass wir die hinten auch irgendwie angesteckt bekommen. Aber das scheint ein geringstes Problem zu sein. Denn so wie es aussieht, haben wir das schon mal mitgedacht irgendwann. So. Ja. Ne, jetzt haben wir das erledigt. Jetzt können wir da schnell mal loseiern. Oh, jetzt wird aber hier zukünftig gut verbraucht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wirklich gleich mal anfangen, dass wir hier das Zeug übertakten, also die Ölförderung. Und vielleicht dann hier auch irgendwann die Förderbänder neu bauen, keine Ahnung. Irgendwie ein Verbundnetz müssten wir auch noch machen. Ja, da ist noch einiges, was irgendwie auf uns zukommt. Und kannst du das eigentlich wieder löschen zeitlich? Ja. Okay. Oh Mist, in der Zwischenzeit wurde hier natürlich auch nichts produziert. Ja, aber das reicht aus. Das reicht definitiv aus. Das ist jedoch etwas, wovon wir nicht mehr zu viel haben. Das macht mir jetzt etwas Sorgen, da müssen wir schauen.
Und ich würde am liebsten diese einen Kraftwerke da oben, also auf die Reserve schalten. Wie würde denn der Spaß eigentlich gehen? Standby springt ja dann automatisch an, oder was ist dann? Das ist halt die Frage, ne? Müssen wir mal gucken. Aber jetzt sollte uns in nächster Zeit mal nicht mehr der Strom ausgehen. Ach so, wartet. Ich habe natürlich wieder was vergessen. Das sind jetzt, glaube ich, so die letzten. Ach du Schande, ich habe nur noch 8. Oh man. Das wird nicht ausreichen. Oh Gott, es reicht gerade so aus. Haben wir Schwein gehabt. Ich muss mal mehr von den Dingern herholen. So, sehr gut. Wir hauen das rein und dann können wir gleich mal gucken, was dann da kommt. Jawohl. Rifles can now be crafted at the workbench. They require cartridges to function. I am now obligated to inform you of fixed rifle policies. Note, aim the barrel away from your body. It is the part with the hole in it. Note, assume all alien life is hostile. Note, R&D's Ballistics Lab has a recommended music playlist on Fixit servers. The fuck? Eine Playlist dafür? Okay. Ja. Wenn ihr das so sagt, so was brauche ich denn dafür? Irgendwie im Perserk jetzt kein Problem. Das ist ein Problem, das Zeug muss ich alles holen. Was ein Dreck. Was brauchen wir für Cartridges? Ja, das ist kein Problem. Das erledige ich alles. Und zwar sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich werde in der Zwischenzeit so ein paar Sachen herholen. Und dann, ja. Werden wir eine Waffe bauen und dann werden wir da ordentlich rumballern mit. Hahaha. Ich freue mich schon drauf. Dann würde ich sagen... Ach, wartet mal. Ach nee, habe ich nicht hier stehen. Schade. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.